Hey ho Leute und herzlich willkommen zurück zu My Boyfriend, meine erste große Liebe. Oder auch anders gesagt, Chantal02 sucht die große Liebe, beziehungsweise versucht ihren Schwarm, bisher noch namenlos, zu erobern. Der Rocker. Okay, mal sehen, was gibt's denn hier jetzt? Okay, ich dachte gerade kurz, der Emulator ist irgendwie verlangsamt, aber es ist anscheinend sollte es so langsam sein, die Musik. Okay. Ja, wir machen hier weiter mit der Chantal 02. Die versucht ihren Rocker, ihren Musiker, beziehungsweise sein Herz zu gewinnen. So. Tipp: Berühre den Knopf, wenn der Zeiger über den markierten Bereich fährt und sorge dafür, dass dein Traumtyp auf dich aufmerksam wird. Ja, genau so macht man das nämlich. Merkt euch das. Aha, okay. Ja, jetzt wir reden mit dem und der ist bestimmt voll angetan von dem, was wir so erzählen. Ich weiß nicht, vielleicht ist auch so eine Mundgeruchanzeige. Ich habe doch keine Ahnung. Ja, super, du hast es geschafft. Ja, toll. Nee, keine Ahnung, echt. So ein Scheiß. Du sagst. Hallo. Hallo, kann ich dir helfen? Verlegen, Ausrede, Freude. Wir freuen uns mal. Wahnsinn, du bist es wirklich. Ich hab dich wiedergefunden. Mich gefunden? Das musst du mir nochmal erklären. Ich muss jetzt leider zur Probe. Vielleicht sehen wir uns später wieder. Ja, natürlich sehen wir uns später wieder. Geh zu deiner Probe und sei ein cooler Musiker. Sagt das Handy. Hey Süße, du hast deinen Traumtypen wieder gesehen. Ich finde, ihr würdet ein gutes Paar abgeben. Ja, wow, toll. Wer ist das, unsere Mutter? Oh ja. Hallo Schatz, deine beste Freundin ist gerade am Telefon und hat nach dir gefragt. Okay, danke Mama. Jetzt lass mich doch nicht warten. Geh ans Telefon. Diese Tipps sind aber nur SMS von der Freundin. Die spammt uns hier die ganze Zeit zu. Sagt unsere Mutter noch irgendwas? Nee, können wir gar nicht anklicken. Gut, auf geht's ans Telefon. Hallo, wie geht's dir? Telefon. Hi, Süße. Und? Wie war's? Spann mich nicht länger auf die Folter. Tja, weißt du, nun, wir konnten nicht lange miteinander sprechen. Hey, komm doch bei mir vorbei. Dann kannst du mir alles haargenau erzählen. Ja, was denn? Wir konnten kaum miteinander reden. Was soll ich da groß erzählen? Na, was soll's? Was sagt das Handy? Frag deine Eltern, ob du aus dem Haus darfst. Beeil dich, ich will einfach alles von eurem Gespräch wissen. Ja, wie gesagt, diese Tipps sind irgendwie alle von der Freundin verfasste SMS. Das heißt, sie schreibt uns die ganze Zeit SMS, obwohl wir jetzt gerade noch auch mit ihr telefoniert haben. Und schlimm, schlimm, schlimm. Hi Mama, was machst du gerade? Ich habe gerade in einem Zeitungsartikel gelesen, dass immer mehr Jugendliche Schülerjobs annehmen, um ihr Taschengeld ein wenig aufzubessern. Vielleicht wäre das auch was für dich? Bestimmt. Ich wollte mich sowieso demnächst nach einem Schülerjob umhören. Übrigens, ich will mich heute mit meiner besten Freundin treffen. Geht es in Ordnung? Natürlich, mein Schatz. Komm nicht zu spät nach Hause. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Ja, danke schön. Danke, danke Mama. Bis später dann. Hab dich lieb. Ja, super. Das Handy meldet sich schon wieder. Ey, furchtbar. Frag deine Eltern. Ja, das hast du doch schon geschrieben. Blöde Kuh. Können wir uns hier noch erst ein bisschen umschauen? Oh, das ist unser Vater, oder was? Ja, liegt da faul auf der Couch rum? Oder sitzt faul auf der Couch rum? Hallo Papa, kann ich dir bei was helfen? Du fauler Sack. Danke, Schatz. Ich bereite gleich das Abendessen vor. Okay, doch nicht so faul. Du weißt ja, gesundes und mit Liebe zubereitetes Essen ist wichtig für Wohlsein und Gesundheit. Ja, merkt euch das. Oh, ist ganz wichtig. Da hast du recht. Und wenn du kochst, schmeckt man die Liebe immer heraus. Ja, man schmeckt sie richtig heraus, wenn man sie nochmal rausgekotzt hat. Nein, tut mir leid. Das Essen, nicht die Liebe. Na egal. Ist es okay, wenn ich mich mit deiner besten Freundin treffe? Natürlich. Trefft ihr euch bei ihr im Garten? Dann habt viel Spaß, ihr beiden. Ja, weiß ich noch nicht, ob ich da in den Garten gehe oder bei ihr durchs Fenster kletter oder was weiß ich. Danke, Papa. Bis später dann. Hab dich lieb. Ja, toll. Was ist das? Jetzt schon wieder. Ja, ich warte bei mir im Garten auf dich. Ich bin schon so gespannt, was du zu mir zu erzählen hast. Was ist das hier für ein Herz?
Oh geil, wir können essen. Was gibt's denn da? Brokkoli, so drei kleine Teile Brokkoli, vier kleine Kartoffeln, ein Steak, ein bisschen Klecksoße mit ein paar Pilzen. Geil. Bestes Essen ever. Gut, dann schauen wir mal bei unserer Freundin vorbei. Wo wohnt die überhaupt? Keine Ahnung, hat sie uns nicht gesagt. Das heißt, wir müssen erstmal suchen, wo sie ist. Oder wird da was angezeigt? Treffe ich mit deiner besten Freundin? Nee. Toll. Das heißt, wir wissen nicht mal, wo sie wohnt. Wir werden einfach mal auf die Reise geschickt. Ja, treffe ich mal mit der Freundin, aber kein Plan, wo sie wohnt. Sagst du irgendwas? Nee, du sagst nichts. Die Leute sagen nur was, wenn sie irgendwelche ominösen Zeichen über ihren Köpfen haben. Ja, toll, jetzt können wir hier die Freundin suchen. Toll. Da geht's zur Schule. Komm, die kann auch jetzt nicht so weit weg wohnen, oder? Irgendwie braucht die Freundin noch einen Namen. Wie nennen wir denn die Freundin? Hier geht's auch wieder nur weg. Hä? Wo wohnt die denn? Jetzt sind wir wieder nach Hause gegangen, ne? Ja. Nennen wir ja die Freundin Gerlinde oder so. Gerlinde. Ist ein schöner Name bestimmt. Gerlinde. Hey Gerlinde, wo bist du? Wo wohnst du denn? Finde ich die jetzt echt nicht? Oh, hier gibt's was zum Geld verdienen. Machen wir einfach mal. Komm, wenn wir schon die Freundin nicht finden, dann machen wir hier wenigstens ein bisschen Gassi gehen. Berühre den Knopf, wenn der Hund über den markierten Bereich geht, damit er sein Geschäft verrichten kann. Ja, natürlich. Das ist ja super. So, hier so. Mit Soundeffekten. Ach, wir haben gerade mal 4. Oh Gott, haben wir ja voll viele verpasst irgendwie. Jo, Hund, kack einfach mal hier auf dem Weg, mitten auf dem Weg. Was für eine Sauerei. Da läuft nicht mal richtig. Es sieht aus, als ob der einfach nur so dancen würde, so, keine Ahnung, Moonwalk oder so. Bescheuerter. Ach, ich verliere die Teile auch wieder, wenn ich falsch klicke. Das hätte mir auch mal jemand sagen können. Dann hätte ich mich ein bisschen besser bemüht, alles zu finden, alles zu treffen. Okay, scheiße. Okay. Ja, komm. Man weiß ja gar nicht, wo jetzt diese Hitbox eigentlich war von dem Hund. Muss es jetzt direkt unterm Hinterteil sein oder? Naja. Was fange ich jetzt mit dem Geld an? Sparen? Immer diese Tipps. Immer, da steht immer Tipps. Das ist voll blöd. Okay, gut. Können wir das nochmal machen? Ah, cool. Können wir einfach immer machen, wann wir wollen. Gut. Das blinkt auch immer grün auf, wenn ich es drücken kann, oder bilde ich mir das gerade nur ein? Ah, stimmt. Okay, das ist dann einfach. Dann braucht man ja gar nicht da oben hinzugucken, sondern einfach nur gucken, wann es grün wird. Das ist dann natürlich ein bisschen einfacher. Gut. Ja, gut. Wie oft muss der Hund eigentlich kacken? Ist ja furchtbar. Oder? Hier einfach mal die ganze Zeit hinkacken. Scheiße. So, bitte. Wie auch jedes Mal bellt, wenn er kackt. Okay, er hat 31 Mal gekackt. Oder was? Gut, und wir kriegen für jedes Kackhäufchen, das wir dann aufsammeln, einen Dollar oder ein Geld. Euro. Ah, wir haben also den Hund von der Freundin ausgeführt, anscheinend. Gut, die sagen echt nichts, die anderen. Gut. Hey, Freundin, wie geht's dir? Hallo, Süße. Und sag schon, wer ist dein Traumtyp so? Hat es gefunkt? Ja, er hat ein Funkgerät in der Tasche gehabt und ne. Hi, mein Herz schlägt wie wild, wenn ich an ihn denke. Oh, er ist ja so süß. Was mache ich jetzt? Du hast gesagt, dass dein Traumtyp noch was vorhatte? Jo, hat er.
Ja, er musste leider schon weg. Sagte etwas von einer Probe. Ja, von einer Urinprobe, von einer Blutprobe, von einer. Ach, egal. Keine Ahnung, wo das sein soll. Hab ich auch nicht. Vielleicht weiß das jemand aus der Nachbarschaft? Ja klar, weil die Nachbarschaft voll informiert ist. Proben? Nein, hier gibt's keine Gratisproben. Bist du ein Arsch? Ich will keine Gratisproben. Das sagt das Handy. Jetzt musst du nur noch die Freunde deines Traumtypen durch ein gutes Styling und deinem Wissen überzeugen. Aha. Okay, Styling kommt jetzt auch noch dazu. Krass. Ja, ich laufe mal einfach in das Auto rein. Gut. Gut, müssen wir herausfinden, wo die Proben stattfinden. Gut, gut. Hi, weißt du was von den Proben? Was denn für eine Probe? Probe lieber mal deinen Abgang. Alter, sei nicht so unfreundlich zu mir, du blöde Kuh. Sonst kannst du mal einen Abgang machen. Boah, ey. Die Leute hier unfreundlich. Das ist unsere Nachbarschaft, weißt du? Wow, echt toll. Was wir hier für liebevolle und freundliche Nachbarn wir doch haben. Ach, schön. Ja, wo sind hier noch Leute, die was sagen? Nirgends. Oder können wir da vielleicht auch auf den Schulhof wieder gehen? Und da vielleicht was rausfinden? Vielleicht sind die ja auch in der Schule, so im Musikraum oder sowas vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht steht da ja auch noch da, unser Traumtyp. Der braucht noch einen Namen, finde ich. Wie nennen wir denn unseren Schwarm? Fällt mir gerade irgendwie gar kein Name ein, leider. Hier steht niemand. Da auch nicht. Ne, hier scheint niemand zu sein. Das Torspiel können wir auch nicht mehr machen. Kann ich nur noch Geld verdienen. Ah, jetzt sehe ich es auch. Wir haben 41 Euro gesammelt. Oder verdient. Cool. Ja. Wo sind jetzt hier die Leute, die uns Informationen geben können? Musik ist auch so nervig. Immer dasselbe, immer dasselbe. Immer derselbe Loop. Tagesende. Wo treibst du dich denn schon wieder herum? Deine Mutter macht sich schon Sorgen. Komm bitte nach Hause. Ach, 20 Uhr haben wir schon. Ja, gut. Habe ich ja auch voll gemerkt, weil es ja auch voll dunkel geworden ist und so. Ein neuer Tag bricht an. Super. Was haben wir hier? Ach, das ist hier Styling oder was? Oh, geil. Jetzt können wir hier noch. Lidschatten. Da haben wir gar nichts zur Auswahl. Wir haben keine Schminke. Schade. Lippenstift haben wir auch nicht. Röcke. Ein sexy Rock haben wir hier. Ich finde den aber irgendwie gar nicht so hübsch. Ja, doch, es hat was, aber. Ja, Hose. Wir haben ja echt gar nichts anscheinend. Da muss man da erst auf Ändern gehen. Was ist das denn jetzt? Ja, toll. Wir können uns die Haare färben. Das ist aber praktisch genau dieselbe Haarfarbe, die wir eh schon haben. Ja, voll spannend. So Mario Paint oder so. Da ist noch so ein Pixel. Da jetzt. Ah, das ist schon fertig. Ja, genau. Gut. Ja, toll. Na, hier können wir noch gar nichts machen. Anscheinend. Stand da nicht so ein Tipp von wegen, ja, style dich und was weiß ich. Was kann man hier machen? Duschen. Baden. Yeah, geil. So ein Schaumbad. Quietscheentchen. In so einer grünen Soße. Grüßensoße, ja. Grüß. Die neue Farbe Grüß. Ja, grüß mal mein Hirn. Pff. Was haben wir hier? Nix. Toller Garten. So einer Bank. Was haben wir denn da? Guck mal da, was kann ich da machen? Boah, cool. Boah. Bestes Geräusch. Das wollte ich jetzt nicht unterbrechen. Dieses wunderschöne Geräusch beim Scheibenwischen, Fenster waschen, putzen. Toll. Oh je, aber wir haben immer noch überhaupt keine Informationen, wo jetzt diese Proben sind.
du schon was gesagt? Ah, dich habe ich noch nicht angesprochen. Ich habe nur mitbekommen, dass die Band Guys Crazy, geiler Name, zurzeit für die Bühnenvorstellung im Park probt. Versuch doch mal dort. Ja, wunderschön. Jetzt wissen wir doch schon mal, dass wir zum Park müssen. Guys Crazy. Typen verrückt. Bester Name. Warte, der Park war da oben. Wo war der Park jetzt wieder? Ah, rechts ist der Park. Okay. Gut. Oder können wir mit dir nochmal labern? Proben? Also das bist du mit den Gratisproben. Ich dachte, das wäre unsere Freundin, aber okay. Ja, wir laufen schon wieder in das Auto rein. Guys crazy. Geil, hier gibt es sogar so Recycling Dinger. Bushaltestelle. Oh, das bist du die unfreundliche Tussi da. Okay. Gut, schauen wir hier mal vorbei. Hier ist der Park. Wir laufen wieder total schnell rum hier. Highspeed. Hi du, Kumpel. Nach deinem Look scheinst du nicht zur Gruppe anzugehören. Nach deinem Look scheinst du nicht der Gruppe anzugehören. Sorry, ich kann dich nicht durchlassen. Ex-Freundin. Oh Gott, hier steht auch noch die Ex-Freundin von dem Typ. Toll. Pah, mit so einem Styling traust du dich noch vor die Tür, Mädchen. Was? Aber ich... Okay. Seine Ex-Freundin ist ja also auch noch dabei. So ein Scheiß. Ich habe vorhin den Guys Crazy Frontman mit einem Pyrotechniker reden sehen. Ob die ein großes Feuerwerk planen? Nein, sie wollen Feuer legen, damit der ganze Park brennt. Boah. Was haben wir hier? Oh, Gänseblümchen. Die blau und gelb und rot sind. Voll natürlich. Ja. Was hat es jetzt gebracht, bitte? Und was war das überhaupt? Haben wir uns da jetzt ins Gras gelegt oder haben wir jetzt Blümchen gepflückt? Okay, hier ist auch ein Strand. Was können wir hier machen? Oh, in die Sonne legen. Das bräunen lassen. Schön. Und dabei irgendwelche Comics lesen. Super. Ich habe echt keine Ahnung, was das bringt. Das wird wahrscheinlich irgendwelche Points da oben uns bringen. Irgendwelche Sachen verbessern. Wie die, keine Ahnung. Was ist das eigentlich alles? Jetzt mal ernsthaft. Das erste weiß ich überhaupt nicht, was es sein soll. Das zweite ist, denke ich mal, der Hunger. Oder die Sättigung, die wir haben. Weil es sieht aus wie so ein Apfel oder irgendwie so ein... Weiß nicht. Dann haben wir noch so ein Haus. Das wird irgendwie sowas wie Komfort sein. Oder keine Ahnung. Das andere, das letzte ist sowas wie soziale Interaktionen anscheinend. Okay. Passant. Boah, ich kann es kaum noch erwarten. Bald findet wieder das alljährliche Park- und Rock-Festival statt. Hast du schon Karten gekauft? Was? Ich brauche noch Karten? So ein Scheiß. Warum sagt mir das niemand? Park- und Rock-Festival. Ja, überhaupt nicht Rock im Park oder so. Gut. Ja, ich bleib mal wieder am Kübel hängen. Nee, was wollten wir jetzt überhaupt? Achso, wir müssen unser Styling verbessern. Können wir das jetzt überhaupt machen? Oder? Ich habe es ja vorhin schon probiert, da konnte ich ja gar nichts machen. Oder können wir jetzt nochmal mit unserer besten Freundin reden? Irgendwie? Scheinbar nicht. Wir können den Hund nochmal gassig führen, aber das habe ich jetzt keine Lust drauf. Okay, schauen wir nochmal zu Hause vorbei. Ob wir da irgendwas machen können für unser Styling. Irgendwie verlaufe ich mich hier gerade. Warum gibt es eigentlich keine Minimap hier in dem Spiel? Das wird einiges, glaube ich, ein bisschen verbessern, erleichtern. Wenn man auch mal wissen würde, wo die ganzen Sachen sind, wo man hin muss. Nee, hier war ich doch schon. Wie komme ich nach Hause? Ich habe mich verlaufen. Hier, da sind wir. Dann schauen wir noch ganz kurz, ob wir uns irgendwie noch stylen können. Und ansonsten beende ich die Folge auch wieder. So, hier, ich kann doch gar nichts machen. Dann muss ich da auch auf Ändern gehen. Nee, Lippenstifte habe ich auch nichts. Und dann muss ich hier den Rock anziehen. Das sexy Rock.
Körperteile habe ich ja nur das. Haarfarben habe ich auch nur das. Oder, den Rock kann ich ja nicht ändern. Ja, gut, dann kann ich nichts anderes machen, als mit dem Rock rumzulaufen anscheinend. Ja gut, dann... Ja, mein Papsi hat sich mal dazu bequemt, irgendwas anderes zu machen, als hier auf der Couch rumzulümmeln. Haben wir Hunger? Nee, haben wir nicht. Gut, dann gehen wir wieder. Schauen wir mal, ob wir mit dem Outfit irgendwas reißen können. Mal schauen. Ich finde das unser Schwarm ja ganz toll. Sexy hier, wenn wir hier mit dem Rock rumlaufen. Nee, warte, wir waren doch da unten. Ja, lass mich vorbei. Alles klar, Chantal. Dann zeig mal, was du drauf hast hier. Mit deinem sexy blauen Rock und deinen blauen Stiefeln. Achso, dich hatte ich schon angesprochen. So, da an der Bühne. Immer noch nicht? Hä? Was muss ich denn machen? Ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Was ich überhaupt machen soll, dass ich hier... dass ich mich überhaupt mal stylen kann. Gut, das werde ich dann bis zur nächsten Folge rausfinden, würde ich mal sagen, weil es will ja keiner sehen, wie ich hier ziellos und planlos herumlaufe und irgendwie nichts erreiche. Vielleicht muss ich nochmal zur Schule, vielleicht steht da jemand rum, der mir das sagen kann, was ich machen kann. Oder ich finde hier doch noch irgendwas anderes, aber... gibt hier nichts anderes als das da. Na gut. Ich schau mal, was sich da machen lässt. Und dann sehen wir Chantal bei ihren Styling-Versuchen in der nächsten Folge wieder. Bis dann, eure Shadowkeeper Wolf.